Ja, geil. So, ja. Funktioniert wir haben ja richtig gut hier mit dem Stream, ja, nice. So, heute spielen wir eine Runde Blood Omen 2. Zweite Teil von Blood Omen. Hat nicht wirklich viel mit den ganzen Soul River Teilen und so zu tun, ist gleich irgendwie noch so eine Vorgeschichte von den ganzen Spielen. Aber ja, ich hätte eigentlich auch Soul River spielen können, aber habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf gehabt. Ich habe es auch mal wieder angespielt, ich spiele es auf dem Emulator und nicht auf der originalen Hardware. Ich bin im Lippenlesen echt nicht gut. Ah, okay, alles klar. Also ich habe es zwar auf PS2 hier rumzufliegen, aber naja, die Grafik sieht dann halt ein bisschen anders aus. Auf dem Emulator kann man es wenigstens noch ein bisschen einstellen. Und wir haben hier gerade gefühlt schon wieder 6000 Grad in Berlin. Ich schwitze mir richtig einen ab. Ich glaube, ich werde mir irgendwann im Stream mal den Ventilator rüberholen. Ich weiß gar nicht, doch ich habe, ob es gestern abgespeichert hat. Ah, ich will sowieso mal gucken. So an den Einstellungen kann man nicht wirklich viel ändern. Das ist echt mega nervig. Weil irgendwie ist die Kamera invertiert. Egal, scheiß drauf. Neues Spiel, warum kann ich denn nur das Spiel neu anfangen? Okay. Also ich habe gestern auf jeden Fall schon mal angefangen. Ich bin aber an mehreren Checkpoints gewesen. Komisch. Ja, das wäre jetzt richtig mau, wenn es einfach nicht speichern würde. Über Streamlabs und so eine automatische Geschichte reingemacht. Sowas wie Nightbot bloß eben von Streamlabs. Ich ließ die Bruchstücke wilder Träume hinter mir. Wieder. Erstellt Nicolas Cage. Schmerzen schwollen an und ebbten ab und dann plötzlich war ich wach und am Leben. Und dann habe ich sie gesehen. Zum ersten Mal gesehen. Hallo. Wir hätten nicht gedacht, dass du so früh erwachst. Wir sind wirklich überrascht. Bruchstückhafte Erinnerungen schossen durch meinen Kopf. Wo bin ich? Ich erinnere mich nicht. Ja, wir hatten befürchtet, dass dein Gedächtnis unter dem langen Schlaf leiden würde. Keine Sorge, das vergeht. Mein Name ist Uma. Ich bin hier, um dir zu helfen. Du bist kein. Einst hattest du in diesem Land große Macht. Ich kenne meinen Namen. Aber meine Vergangenheit, ich erinnere mich nur schemenhaft. Dass du erwacht bist, ist schon ein Wunder. Als wir dich fanden, hing dein Leben an einem seidenen Faden. Wir haben dich gepflegt. Und nun kehrst du zurück in die Welt der Lebenden. Und wo bin ich hier? Du bist in Meridian, der Hauptstadt von Nosgoth, dem Land, das du einst unterwerfen und beherrschen wolltest. An deinen Namen erinnerst du dich, aber erinnerst du dich auch daran, was du bist? Natürlich. Dann lass mich dir nun die Zukunft zeigen. Du hast 200 Jahre lang geschlafen. Das ist in dieser Zeit aus Nosgoth geworden. Du warst ein strahlender General, der eine Armee aus Vampiren befehligte. Doch die Mächte, gegen die du gekämpft hast, waren zu stark. Du bist gefallen. Deine Armeen wurden besiegt und vernichtet. Alle dachten, du wärst tot. Wer hat mich besiegt? Die Sarafanen. Ein Orden fanatischer Menschen, die geschworen hatten, alle Vampire zu töten. Ein neuer Führer hatte sie vereint. Mit seinen magischen Kräften gelang es ihm, deine Armee zu vernichten und den Großteil der Vampire zu töten. Du selbst bist diesem Führer, Lord Sarafan, in einem Kampf auf Leben und Tod unterlegen. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Unter dem Vorwand, das Land vor den Vampiren zu schützen, errichteten die Sarafanen in Nosgoth eine Schreckensherrschaft. Seit 200 Jahren knechten sie die Menschen nun schon mit eiserner Hand.
Gleichzeitig haben sie uns Vampire erbarmungslos gejagt und getötet. Zum Glück haben sie nicht alle Vampire gefunden. Bis jetzt. Du bist unsere Hoffnung. Mit deiner Hilfe können wir die Sarafanen stürzen und die Ordnung wiederherstellen. Die natürliche Ordnung? Vampire, die sich vom Blut der Menschen ernähren? Richtig. Du sagtest unsere Hoffnung. Wer seid ihr? Wir sind die Kabal. Wir kämpfen gegen die Sarafanen. Wir unterwandern sie, wann immer wir können. Aber wir sind zu schwach. Mit ihrer neuen Glyphenmagie können sie uns aufspüren und töten. Täglich werden wir weniger. Ohne Hilfe sind wir dem Untergang geweiht. Wir brauchen dich, Kain. Natürlich. Ihr habt mich sicher nicht aus reiner Barmherzigkeit gerettet. Es muss einen Preis geben. Du musst unserer Bewegung helfen. Die Sarafanen kennen unsere Gesichter. Sobald sie uns sehen, töten sie uns. Doch du bist nur eine alte Legende. Längst begraben und vergessen. Du kannst dich in der Stadt frei bewegen. Das verschafft uns einen Vorteil. Ein hübscher Plan. Und warum sollte ich das tun? Was ist mein Lohn? Eure ewige Dankbarkeit? Hast du dich so sehr verändert? Lord Sarafan hat dich besiegt. Willst du ihn nicht töten? Wenn du ihn vernichtest, steht deinem erneuten Aufstieg nichts im Weg. Du kannst deine neue Armee ausheben und endlich über das Land herrschen. Treibt dich das Verlangen nach Rache und Macht nicht mehr an? Bist du so tot? Wenn ich mich recht erinnere, war ich schon einmal der Bauer in einem großen Spiel. Und ich habe dafür bezahlt. Dieses Mal wirst du überleben. Wir sind deine Verbündeten, keine Verräter. Wir spielen mit offenen Karten. Was wir von dir wollen, ist völlig klar. Wir siegen oder sterben gemeinsam. Ich soll euch also vertrauen? Auch wir müssen dir vertrauen. Gemeinsam können wir Lord Sarafan stürzen. Nach seinem Tod werden die törichten Narren seines Ordens aufgeben. Doch die Sarafanen sind nicht die einzige Gefahr, der wir uns stellen müssen. Ich fürchte keine Gefahren. Sie sind es, die Angst vor mir haben sollten. Sag mir, wo ich diesen Lord Sarafan finde. In spätestens einer Stunde ist er tot. Arroganter Narr. Wenn es so einfach wäre, hätten wir ihn längst selbst getötet, Kain. Du bist noch zu schwach, um dich ihm zu stellen. Außerdem wird er von anderen Vampiren bewacht. Vampire in Diensten der Sarafanen? Sind die verrückt? Sie hängen am Leben. Solange sie Lord Sarafan dienen, lässt er sie leben. Ich werde sie mit Freuden erlösen. Du würdest eine Auseinandersetzung in deiner jetzigen Verfassung kaum überleben. Doch wenn du einen Gegner besiegst, kannst du sein Blut trinken und neue Fähigkeiten erwerben. Wir nennen diese Fähigkeiten die dunklen Gaben. Ich werde diese Verräter mit Freuden vernichten. Oh! Meine Sinne schwanden, mein Körper schmerzte. Ein Gefühl der Schwäche überkam mich. Du bist hungrig, Vampir. Komm, Vampir. Es wird Zeit für ein Mahl. Ja. Was für eine Magie ist das? Diese Magie wird Flüstern genannt, Kain. Alle Vampire sind dazu in der Lage. Auf diese Weise können wir uns über große Entfernungen unterhalten. Ja, jetzt erinnere ich mich. Sie war in meinen Gedanken. Ich dachte schon, ich hätte sie selbst gerufen. Keine Sorge. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Ich kann nur mit dir sprechen. Und ich höre. Folge jetzt dieser Straße. Ich warte auf dich.
Okay. Bin ich schon wieder die ganze Zeit da mit mir selber quatschen gewesen, weil das Headset, das Mikrofon lieber mal nicht an war. Ja, aber bei mir wirklich wird alles super duper angezeigt. Keine Probleme. Verstehe ich das auch gar nicht. Ach so, stimmt, der kann ja noch gar kein Blut saugen, solange er es noch nicht gelernt hat. Willkommen in den Slums, Kain. Wir stehen hier im ältesten und verwahrlosesten Viertel der Stadt. Nur wenige Menschen wagen sich hierher. Kurz, der perfekte Ort, um dich auszubilden. Ich ausbilden? Ich bin noch kein Straßenköter. Du hast dein Gedächtnis verloren und 200 Jahre lang geschlafen. Du musst deine alten Kräfte wiederfinden, damit du uns helfen kannst. Du musst lernen, wie man kämpft und überlebt. Hattest du mir nicht einmal versprochen? Geduld, Vampir. Erstens, du bist stärker und schneller als jeder Sterbliche. Zweitens, du kannst höher und weiter springen als ein Mensch. Wenn du einmal nicht weiterkommst, solltest du daran denken. So, spring jetzt zu mir. Oh, Tronic GGG, willkommen im Stream, wie geht's dir stets? Man hört mich nicht. Ja, es ist mir auch gerade aufgefallen, dass man mich mal kurz nicht gehört hat. Ich glaube, ich sollte mal den Intervall, in dem die Streamlabs-Ding da irgendwas anmacht, mal irgendwie anders einstellen. Ausgezeichnet. Du weißt, dass du auch durch die Luft gleiten kannst. Wenn du an einem Vorsprung stehst, kannst du lautlos und vorsichtig nach unten gleiten. Denk daran, wenn ich dir zeige, wie man tötet. Und jetzt. Folge mir. Also ich hab gut, ich bereits töten kann. Besonders, ich habe jetzt gerade noch direkt bei Twitch nachgeguckt bei den Einstellungen. Also um zu gucken, wie der Stream so läuft. Und da steht auch alle Tutti Futti. Boah, aber ich kann mich ja jetzt schon mit der Steuerung nicht anfreunden, ey. Besonders weil du dich halt nicht wirklich gut umschauen kannst. Ah, da freue ich mich ja schon auf Soul Reaver 1, dass die Steuerung ja richtig beschissen gewesen. Minuten. Alle 10 Minuten wird dann irgendwann nervig, wenn man da so eine Benachrichtigung kommt. Ach, lass mal ein Follow da. Diese Stadt ist ein Labyrinth. Umso besser kann man in den Gassen jagen. Na, Kai, hast du Hunger? Ja. Ich habe dort unten einen Gefangenen für dich. Irgendein gewöhnlicher Räuber. Er war auf der Suche nach einem wehrlosen Opfer. Tja, leider hat er mich getroffen. Erspar mir deine langweiligen Geschichten und bring mich zu ihm. Dann trink. Ich warte unten auf dich. Boah, absolut keine Idee von dem Game, ey. Ich hab's irgendwie früher mal ein bisschen angezockt, aber nur so ganz, ganz klein wenig. Ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt, ich bin irgendwie auf GameCube, ansonsten ist das eigentlich blind. Na, ich halt gestern mal ganz, ganz kurz gespielt. Um mal zu gucken, ob sie mal funktioniert, aber ich weiß einfach nicht, wie man speichert. Das bin ich.
Blut ist dein Leben. Ohne Blut stirbst du. Bist du verletzt, schließe deine Wunden mit Blut. Außerdem wirst du stärker und widerstandsfähiger, wenn du das Blut deiner Opfer trinkst. Das ist die Lehre der Vampire. Je mehr Kreaturen du aussaugst, desto mächtiger und stärker wirst du. Lass keinen deiner Feinde am Leben, Kain. Du brauchst ihr Blut und ihre Macht, um zu überleben. So, machen wir weiter. So, okay, Blutsaugen auf Dreieck. Ihr drückt halten, um Opfer anzuvisieren. Dann drücken Sie Viereck, um anzugreifen. Wenn Ihre Wissensanzeige steigt, wird auch Ihre Blutanzeige größer. Okay. Gib mir dein Blut. Ist gar nicht mehr, wie das in dem Spiel gewesen ist. Ob man automatisch halt immer Blut verliert. Wie in Blood Omen 1. Und nach hat man ja immer Blut verloren. Also quasi Hunger bekommen. Und ich will mal hoffen, dass mal mein Ventilator, der mir hier an die Eier pustet, nicht zu laut ist. Weil ohne den einzustellen, wirklich, das ist Terror hier im Wohnzimmer. Kann man richtig vergessen. Obwohl wir den Menschen in vielerlei Hinsicht überlegen sind, haben wir eine entscheidende Schwäche. Während die Menschen das Wasser zum Leben brauchen, ist es für Vampire tödlich. Wasser verbrennt unsere Haut. Wenn wir unter Wasser tauchen, sterben wir. Meide es also um jeden Preis. Du musst wissen, dass überall in Meridian Relikte unserer Vorfahren verstreut sind. Für die Menschen sind sie nutzlos, doch Vampire können die Macht dieser Artefakte nutzen. Finde diese Artefakte auf deiner Reise. Weil ich eigentlich gar nicht verstehe, so eigentlich hätte ich es auch auf der PS3 spielen können, halt mit der PS2-CD davon. Weil was mir halt schon gestern ganz kurz aufgefallen ist, dass du diese Grafik-Glitches einfach hast. Dass die Texturen dann irgendwie seltsam aussehen. Außer du gehst halt ein bisschen näher ran, aber von Weitem werden die halt total komisch. Ah, egal. Jetzt die Grafik eben halt ein ganz, ganz klein wenig besser. Ich kann ja einfach mal nach dem Stream mal vergleichsweise anschauen, wie es auf der originalen Software aussieht. Ist hier noch irgendwo so ein Ding rumzuliegen? Nur eins lag hier noch. Das habe ich gestern gesehen. Ah. Ah, okay, ich verliere also doch Blut. Bloß wie schnell verliere ich denn Blut? Wie schnell hat er denn Hunger? Ist doch zum Kotzen. Uts, Junge! Erstmal die Vagina getreten. Alles klar. Was ist denn mit Blutsaugen? Ich frage mich sowieso, wie das funktioniert, weißt du? Das saugt ja aus wie so ein Strohhalm, das Ding. Utz! Utz! Bleib liegen, du Sau! Okay. Hunger gestillt, weiter geht's. Ich habe dir vorhin von unseren sterblichen Feinden, den Seraphanen, erzählt. Sie haben geschworen, die Vampire zu vernichten und schützen sich mit besonderen Verteidigungsanlagen vor uns. Das hier ist ein Schutztor. Wozu soll das gut sein? Wenn du es berührst, verbrennst du dir die Finger. Die Seraphanen haben in ganz Meridian Tore errichtet. Hier kommen wir nicht weiter. Folge mir in die Kanalisation. Ich komme einfach nicht drauf klar, es ist einfach der deutsche Synchronsprecher von Nicolas Cage ist, weißt du? Das hört sich so seltsam an. Also wie ich nicht aus dem Kopf bekomme, weißt du, dass in Far Cry 3 der Protagonist von Sheldon Cooper gesprochen wird, weißt du, von dem deutschen Synchronsprecher. Von
Deine Kampfkraft bestimmt, wie lange du in den Straßen der Stadt überlebst. Ich werde dir nun zeigen, wie man tötet. Gut. Deine wichtigste Waffe ist deine Beweglichkeit. Du kannst deinem Gegner, dank deiner übermenschlichen Kräfte, mühelos ausweichen. Natürlich kannst du die Angriffe deines Gegners auch abwehren. Ich werde dich jetzt angreifen. Keine Sorge, ich weiß mit meinen Klauen umzugehen. Wehre meine Schläge ab. Danach kommen wir zur nächsten Lektion. Oh. Ach stimmt, ich kann ja so eine Ulti benutzen, oder? Wir Vampire haben eine natürliche Waffe, unsere Klauen. Mit ihnen kannst du deine Feinde töten. Greif mich jetzt an, um ein wenig zu üben. Okay. Wenn dein Gegner müde wird, nutze deine Chance und pack ihn. Anschließend kannst du ihn durch die Luft schleudern. Okay, und das bringt mir genau was? Uts, Junge! Weggefeuert, die Alte. Einfach ins Feuer werfen, oder? Ja, Mann. Da fackelst du jetzt ab. Der Unterricht ist vorbei. Vorläufig. Gehe jetzt. Was ein Mist, die Kanalisation. Ich warte auf dich. Die Zornanzeige steigt bei Angriffsabwehr. Wenn die Zornanzeige voll ist, werden ihre dunklen Gaben aktiviert. Okay. Was ist denn mit dem Speichern aus? Kann ich nicht... Ach, ich muss das manuell machen. Ganz vergessen, das ist ja ein altes Spiel. Die Ladezeiten sind echt gut, okay. Die sind echt knorke, die Ladezeiten, okay. Wasser ist raus. Komm ich rüber, ja. Ohne dass ich hier wegkokel. Ah, okay, er kann sich an Kanten festhalten. Das wurde mir nicht gesagt, dass er sowas kann. Aber auch nicht an allen Kanten. Okay, alles klar. Schon mal gut zu wissen. Bist du ja endlich. Hinter dieser Tür erwartet dich deine erste echte Prüfung. Einige Räuber haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Einer der Kerle steht Wache. Er ahnt nicht, dass sich sein Henker nähert. Du musst ihn töten, Kain. Weiche seinen Angriffen aus und wehre seine Schläge ab. Töte ihn mit deinen Klauen. Anschließend kannst du sein Blut trinken, um deine eigenen Wunden zu schließen. Ich werde dich dabei beobachten. Will ich sein Blut haben? Ich will langsam mal bitte eine Waffe haben, eine anständige und hier. War's schon? Ah, okay. So hat man also die Waffen bekommen, alles klar. Hmm.
Okay. Das ist ja auch, glaube ich, so gewesen, umso, sobald man irgendwie Blut gesaugt hat, hat sich die eine komische lila Linie da auch bewegt. Um quasi sein Level abzubekommen. Vampire sind den Menschen körperlich überlegen und verfügen über dunkle Gaben. Damit sind deine übersinnlichen Fähigkeiten gemeint. Unser Fluch wirkt in jedem Vampir anders. Deshalb haben wir verschiedene Fähigkeiten. Du hast in den letzten 200 Jahren den Großteil deiner ursprünglichen Macht verloren, Kain. Doch eine dunkle Gabe ist dir geblieben. Siehst du den Nebel? Nutze ihn zu deinem Vorteil. Du kannst dich im Nebel nahezu unsichtbar machen. Dadurch kannst du dich deinen ahnungslosen Opfern unbemerkt nähern. Stehst du einer Übermacht von Feinden gegenüber, versteck dich im Nebel und töte sie leise und unerkannt. Wirst du verfolgt, fliehe in den Nebel, um deinen Häschern zu entkommen. Nutze nun deine Gabe und töte diese Menschen auf dem Friedhof. Anschließend machen wir mit der Ausbildung weiter. Okay, die komische Nebelfähigkeit hat aber auch schon im Blood Omen 1 gehabt. Das weiß ich noch. Auf Kreiskreis aktivieren, okay. Nebel, L2 halten, um auszuwählen. Mit dem rechten Stick kann ich den Kampf machen, okay. Und dann einfach Kreis drücken. Boah, er ist aber halt voll lahmarschig, ja. Halt L2, um Nebel zu wählen, Rückwurf aktivieren, ja, so. Uts! Ich weiß aber nicht wirklich, wofür ich diesen Nebelscheiß jetzt benutzen muss. Ich war wahrscheinlich später übelst nützlich. Bist du tot oder? Gut, Junge. Das Leben geht so schnell runter. Er muss so oft Blut trinken. Also im Blood Omen 1 ist es nicht so schlimm gewesen, wirklich. Lotter Glitzerkram, ich schätze mal, das sind nur die Waffen und so. Komme ich nicht durch? Hm. Was bist du? Waffenkisten aktivieren, was? Waffenkisten, was? Was mit den Waffenkisten? Was stand da? Mit Viereck sammeln sie Waffen ein, wenn diese markiert sind, okay? Waffenkisten aktivieren durch Dreieck halten, wenn sie bewaffnet sind, okay? Okay, was macht das? Meine Waffe verstärken oder so? Höchstwahrscheinlich. Was für eine Magie ist das? Das ist eine Energieglyphe. Eine neue Magie, die die Sarafanen in das Land gebracht haben. Sie versorgt ganz Meridian mit Energie. Auch das Tor dort vorn lässt sich mit dieser Energie öffnen. Aktiviere das Glyphenkästchen. Dadurch wird der Hebel des Tores mit Energie versorgt und du kannst das Tor öffnen.